Hallo. Ja, ich habe jetzt seit gestern lange hin und her überlegt, welchen Text ich machen könnte. Ich will ja auch irgendwie eine Message mitgeben. Und ich habe mich irgendwie für diesen Text entschieden. Es tut mir leid. Und okay, eine Frage an alle Männer hier im Raum. Wer von euch hat schon mal unaufgefordert ein Bild von seinem Penis verschickt? Mhm. Und die Frauen, wer von euch hat schon mal unaufgefordert einen Dickpick geschickt bekommen? Okay, alles klar. Dieser Text ist all den einsamen Seelen gewidmet, die glauben, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir bloß alle ein Bild von ihrem Penis hätten. Das geht raus an die Dickpick-Fotografen, die jeden Tag ihr Bestes geben, an alle Pimmel-Szeniasten und Freunde des schräg von unten fotografierten, unterbeleuchteten Gliedes. Ich habe mich ein bisschen vom Battle-Rap inspirieren lassen und von diversen Einsendungen auf meinen Profilen. Und bitte erzählt meiner Oma nichts von diesem Text. Ich sage ein paar schmutzige Sachen. Und wenn ihr minderjährig seid, dann geht jetzt besser raus, eine rauchen. Und dieser Text heißt... dieser Text heißt... Hätte ich einen Dickpick gewollt, hätte ich dir einen frankierten Rückumschlag geschickt. Und er geht so. Battle Rap. Die Kamera macht Klick, du präsentest den Stick und schon ist's verschickt. Wer DMs checkt, erschrickt, beinahe erstickt. Max Kruse Taktik, was ich sehe ist Kreisliga, du hältst es für Hattrick. Der Anblick verspricht Haptik, nur Plastik, kein Plastik, nur Hastik. Der Dick mit Hydraulik, im Yps-Heft kein Gimmick, nur druckfrisches Dickpick. Du erwartest wohl Lob, doch ich bleib leider frostig. Wer dein Pimmel Gott, frönte ich der Agnostik. Willst lochen wie Cricket, doch hast keine Ethik. Du hältst für Erotik, was mich total ekelt. Das sieht so gesund aus, wie ein Pferd mit einer Kolik. Ich finde ganz ehrlich, kein Joy an deinem Joystick. Du hast wohl den Eindruck, das Bild gehört public, tritt dir in die Eier, als wärst du ein Freekick. Probierst es mit Statik, ich halte es für Slapstick. In der Kunst gibt's ein Genre, das nennen wir Tragik. Du findest wohl totschick, was in deinem Schrittstick. Komm mit auf die Wache, ich fühle mich belästigt. Jetzt kommt so ein Double-Time-Teil. Du bist nur ein Knicklicht im Dickicht, dich fick ich gewiss nicht, geb Gas und verpiss mich, du siehst nur mein Rücklicht, komm bück dich, ich blick's nicht, wer Dickpicks verschickt, ist nur Abfall, Genickbrick und Dickpick, das reimt sich! Danke. Ess ich Fleisch, wärst du Schaschlik, Betonklotz und Watschlik. Ich pack meinen Koffer mit Pfeilbeil und Hanfstrick, steck ein, was sich nicht schickt und spar dir den Dickshit, sonst fax ich ne Copy an deine Mom, Rip Bitch. Will den Dödel nicht sehen, die Latte nicht touchen, will weder deinen Schwanz noch dein Lümmel bequatschen. Hinfort mit dem Schniepel, bleib weg mit dem Rüssel, sonst muss ich noch brechen, bring lieber ne Schüssel. Was ist das für ein Usus, Geschlecht zu versenden? Ich kann keine Zeit mehr an Falli verschwenden, da schwimmt eine Gurke. Durch meinen Gin Tonic erinnert mich zu stark an dein letztes Dickpick. Dein Aal wird geräuchert, die Wurst hat keinen Nährwert und nein, diese Scheide braucht ganz sicher kein Schwert. Du denkst einen auf Cobra, ich find eher Natter, ich organisiere dir ein Date beim Bestatter. Hast du dann gedacht, dass es dafür Applaus gibt, weil diese traurige Beefy aus deiner Hose sich rausbiegt? Ich sah Dashcam-Unfälle mit mehr Sexappeal, ich will außer meiner Ruhe wirklich nicht viel. Hätte ich gern ein Dickpick, würde ich danach fragen, hey, könnte ich ein Lichtbild von deinem Ding haben? Mir fehlen in meinem Zimmer ein paar Gemälde. Hast du was dagegen, dein Gemächt zu verewigen? Ich bin hier auf Insta für Foodporn und Mode und nicht für deinen Pipan und nicht für die Hoden. Glaubst du denn ehrlich, dein Opa ist stolz, wenn du auf fremden Accounts mit deinem Lörres rumprollst? Glaubst du, dein Papa steckt sich in sein Portemonnaie ein Bild von deinem Schwanz, weil er so schön stramm steht? Willst du mich beeindrucken, dann klappt das mit Charme und nicht mit deinem Schamhaar, das kannst du dir sparen. Ich screenshotte sorgsam, was du mir so sendest und hoffe, die Nudel ist wenigstens bissfest. Die Caption, sie lautet, hab mich für dich frisch rasiert. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob's deine Chefin interessiert. Denn ich finde dich bei LinkedIn und ich zeige keine Barm, kenne absolut kein Skrupel, benutzt du deinen Klarnamen. Und wenn das nächste Porträt meinen Posteingang beschmutzt, na dann zeige ich dir gerne, wie mein Jungbäume so stutzt. Du denkst, so ein Bild, das klärt dir Sex, doch ich sag dir jetzt mal was, Kastration ist sehr komplex, doch sie macht auch sehr viel Spaß. Vielen Dank.